Wir und die Fremden. Deutschland zwischen Ablehnung und Akzeptanz. Was heißt das für die Integration? Ich wohne hier, ich bin nicht so ganz begeistert. Für mich ist das die Religion genauso wichtig wie die Christen. Viele haben einfach noch Angst davor, sich dieser neuen Kultur einfach zu öffnen. Viele haben Angst davor, sich der neuen Kultur zu öffnen. Das ist eine interessante Perspektive, weil doch viele erwarten nach einem ziemlich turbulenten Jahr mit mehr als 890.000 Neuankömmlingen in diesem Land aus dem arabischen Raum, dass diejenigen sich anpassen an unser deutsches System und an unsere deutschen Werte. Nur ist Integration nicht eine Sache von zwei Seiten? Darüber müssen wir diskutieren mit folgenden Gästen. André Poggenburg, Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, sagt, wenn der Preis dieses Zusammenlebens der Verlust unserer Sicherheit, Identität und Grundwerte ist, dann ist der Preis zweifellos zu hoch und das Multikulti-Experiment auf ganzer Linie gescheitert. Robby Risch ist Bürgermeister von Weißenfels. Er meint, wenn wir die Herausforderung heute meistern, ist die Zuwanderung in Zukunft eine Chance. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht ist der Meinung, unsere Werte stehen nicht zur Debatte und werden auch in Jahrzehnten noch gelten. 2015 war ein Ausnahmejahr. Deutschland wird Deutschland bleiben. Und Muawiya Al-Hamid, Vorsitzender der Islamischen Gemeinde Magdeburg. Er kritisiert, Deutschland spricht ständig über uns, aber nicht mit uns. Herzlich willkommen zu Fakt ist heute aus Magdeburg. Herr Al-Hamid, Sie haben im Vorfeld unserer Sendung gefremdelt, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit unserem Titel Fremde, die Fremden und wir, insbesondere mit dem Wort fremd. Das hat Sie gestört. Wir haben damit offenbar einen Nerv getroffen. Den Schuh ziehen wir uns auch an. Die große Frage ist, was genau haben wir getroffen? Also wenn man über wir sprechen, wir heißt das alle, die hier wohnen. Und wenn man über Fremden spricht, spricht man über Leute, die dazu nicht gehören. Aber wir gehören dazu. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und bleiben wieder Teil dieser Gesellschaft. Also wieso spricht man über so einfach die Fremden, obwohl wir, also aus Deutschland, viele davon und hier eingebürgert sind? Herr Bockenburg, vielleicht gebe ich das gleich mal an Sie weiter. Herr Al-Hamid ist seit 16 Jahren in Deutschland. Er hat in Hannover studiert, seit 20 Jahren. Seine Religion ist der Islam. Der Islam, von dem Ihre Partei sagt, gehört kulturell nicht zu uns. Ist Herr Al-Hamid damit nie zu Hause hier? Mit dieser Religion nicht. Denn der Islam, so wie wir ihn verstehen und wie wir ihn kennen, der ja im Grunde auf der Scharia basiert, der im Grunde eine eigene Wertevorstellung, eine eigene Gesetzes- und Rechtsvorstellung hat, passt nicht zu uns, passt nicht zu Deutschland. Er kennt unseren Rechtsstaat nicht an und damit bleibt das im Grunde fremd, unabhängig von der Person, die jetzt da ist. Bei einigen in Deutschland, auch bei Ihren Anhängern im Kopf, gibt es so eine Angst vor der Islamisierung des Abendlandes. Das ist ja diese Begrifflichkeit, die da auch immer wieder umgeht. Die ist offenbar auch fest verankert. Das reicht so weit, dass es Menschen gibt, die glauben tatsächlich, dass wir in 10, 20 Jahren möglicherweise nicht mehr Weihnachten feiern. Woher kommt in einem Land wie Deutschland, das sich seiner Geschichte und seiner Souveränität durchaus bewusst ist, ich nenne es mal wirklich Neurose? Eine Neurose ist das nicht, sondern das ist ganz berechtigte Sorge. Da muss ich Herrn Risch auch widersprechen. Es sind keine Vorurteile, die sich nicht bestätigt haben. Es ist berechtigte Sorge, die sich bestätigt hat in vielen Fällen. Und ganz einfach, man merkt eben schon eine Werteverschiebung in unserer Gesellschaft. Wenn ich dann sehe, in Freibädern, wo Sicherheitsfirmen engagiert werden müssen, damit Deutsche ihren Badespaß weiter so haben können, wie sie ihn bisher kannten, weil eben dieses Baden der Frauen nicht zum Islam passt und die Werte hier bei uns eingeführt werden sollen, dann muss ich sagen, ist das Vorzeichen und die Vorstufe genau dessen, was Sie gesagt haben, einer Islamisierung des Abendlandes. Aber welche Werte sollen denn hier tatsächlich eingeführt werden? Wer will das denn tatsächlich, Herr Poggenburg? Wir reden ja immerhin nur von, 10% und gegenüber 90%, die, hier Deutsche sind, hier leben. 10% können Ihnen aber in der Gesellschaft ganz schön zu schaffen machen.
Ja, und wenn ich dann, wir haben es gerade hier auch verfolgen können, wenn dann Grundwerte wie Gleichstellung von Mann und Frau in Frage gestellt werden, und das ist nun mal der Scharia auch zu entnehmen, dann ist das im Grunde ein solcher Wertedissens, der sich hier herausstellt, dass man sagen muss, das tragen wir nicht mit und wir wollen da auch den Anfängen wehren. Wir wollen nicht warten, bis das fortgeschritten ist. Das ist voraussehbar, was hier passiert. An vielen Punkten in Deutschland merkt man es ja schon, selbst mit Parallelgesellschaften. Wir möchten nicht, dass das fortschreitet. Und das ist eben eine Sache, die ist ganz eindeutig zu verfolgen. Und das sind keine Hirngespinste, das sind ganz berechtigte Sorgen. Herr Al-Hamid. Ich weiß das vielleicht, bevor Sie die Frage stellen. Also haben Sie vielleicht einen Muslim, richtiger Muslim, kennengelernt und mit ihm gesprochen? Bestimmt nicht. Ansonsten hätten Sie das nicht über Islam und über Scharia, also einfache Worte so gesagt und so gesprochen. Über Islamisierung, wenn man über Islamisierung spricht, Sachsen-Anhalt, das sind weniger als 1% in 10 Jahren, nicht 10% Muslime. In 10 Jahren sind das so viel weniger noch, 4%. Also heißt das, die 4% dürfen niemals und werden das niemals irgendwas umkippen. Die Sache ist das aber so, man sollte der Unterschied zwischen Kultur und Religion, ja, also richtig unterscheiden. Da sind es zwei unterschiedliche Werten. Wenn Sie sagen, dass der Islam unterdrückt der Frau, das ist falsche Aussage, die wir jederzeit dann irgendwie damit also schon die Frage auseinandersetzen. Die Anschläge in Paris, in Brüssel, in Ankara, Istanbul, Beirut oder die sind in den vergangenen und Monaten und auch Jahren, kann man ruhig sagen, gehen auf das Konto von islamistischen Terroristen. Können Sie verstehen, dass diese Verknüpfung hier auch gemacht wird mit dem Islam? Von IS oder an islamische Staat, also ist das normalerweise okay, das ist, wir benennen sich oder begeben sich also nach dem Islam. Wir nennen das, die Muslime, anti-islamische Stadt. Hier normalerweise werden wir das direkt angeschossen, werden das direkt eingemischt, also mit dem IS zusammen in einen Topf. Und das erlauben wir das nicht. Herr Poggenburg, wenn Sie das jetzt hören, wenn Sie Herrn Al-Hamid hören, dann ist das, wechseln wir mal die Perspektive, auch offensichtlich eine Form des Islam, die sich so eigentlich nur wünschen können. Das ist halt eine ganz andere, ich sag mal offene Form. Wenn Sie das, jetzt habe ich den Faden verloren, wenn Sie das hören, versuchen Sie mal die Perspektive zu wechseln. Macht das für Sie Sinn oder sagen Sie, das verstehe ich trotzdem nicht, das will ich hier trotzdem nicht haben? Herr Al-Hamid versucht jetzt hier einen sehr moderaten Islam quasi. Darzustellen, ich muss sagen, es gibt einige Grundfragen, die das ganz einfach erklären. Beruft sich dieser moderate Islam, den Sie jetzt hier vorstellen, auf die Scharia, ja oder nein? So, ja. Ganz einfach. Wenn er das tut, dann ist er eben mit unserem Rechtsstaat nicht vereinbar. Nein, ganz einfach. Das ist Ihr Fehler. Punkt ist, Sie haben gesagt, es gibt da keine Probleme von wegen Gleichstellung Mann und Frau. Und ich frage Sie jetzt zwei Sachen. Ja, bitte. Gibt es laut dem Islam, laut der Scharia, ein Erbrecht, das die Frau benachteiligt, ja oder nein? Die bekommt die Erbe, also Sie fragen also einfach... Ist benachteiligt gegenüber dem Mann? Nein, nicht benachteiligt. Also Sie nicht benachteiligt gegenüber dem Mann? Ja, ich sage es Ihnen, nein, hundertprozentig. Ich bin Imam und ich kenne meine Religion besser als Sie. Hm. Ja, und ich kann die Religion vertreten. Hm. Ja, hm. Die Religion sagt das so. Hm. Der Mann in der Familie musste, islamisch gesehen, also zuerst... Also über Scharia. Scharia ist das erstmal, Scharia ist das, wie wir unsere Leben, unsere Religion praktizieren. Wie ich bete, wie ich zu Pilgerfahrt fahre, wie ich. Das ist anders. Und bei der Frau. Also der Mann steht in der Familie, im Islam, für alles. Es gibt kein Gemeinschaftskonto im Islam, also vor einer islamischen Familie. Wir sind aber hier in Deutschland, das ist anders. Es gibt auch, ich habe kein Erbrecht, die Frau benachteiligt ist, laut Islam, ja oder nein? Ich will mal einen Punkt machen für Sie beide. Ich hätte noch eine Frage. Nein, also ich habe das noch nicht beantwortet, weil Sie das jedes Mal irgendwie unterbrechen haben. Die Frage, letzter Satz von Herrn Boggenburg, ist eine rein theoretische, weil hier sozusagen zur Durchsetzung zivilrechtlicher Forderungen, Erbschaftsansprüche nicht der Koran gilt, sondern das deutsche Gesetz.
Wer das nicht akzeptiert, integriert sich nicht. Und dann werden wir auch Staat durchsetzen. Kennen Sie denn Fälle, Herr Poggenburg, in denen das tatsächlich eingetreten ist, dass das Erbrecht nach Scharia angewandt wurde? Herr Steinmann, das ist keine theoretische Frage, sondern es ging vorhin darum, dass gesagt wurde, der Islam benachteiligt die Frau nicht. Das wurde vorhin gesagt. Das wurde vorhin gesagt. Und der nächste Punkt ist auch, was ich vorhin noch fragen wollte, die zweite Frage, zu der ich nicht gekommen bin. Ist es so, dass der Mann mehrere Ehefrauen haben kann und umgekehrt nicht? Ist das so? Ist es so oder nein? Ich möchte nur klar machen, dass Ihre Aussage von vorhin, dass die Frau nicht benachteiligt ist, falsch ist. Wenn Sie einfach nur die Diskussion in dieser Richtung haben möchten, dann haben Sie das einfach irgendwie die Diskussion nicht richtig verstanden. Sie haben sie vorhin angestoßen. Die Sache ist das nur so. Es ist nicht der Fall. Also die Sache ist das. Fragen Sie das alle Muslime zurzeit, ob sie zweite Frau haben. Da gibt es keiner in Deutschland, also vielleicht der diesen Fall hat. Oder die Sache ist das nur so. Wieso ist das diese Sonderausnahme in der Religion? Nur bei den Kriegen, normalerweise, wenn die das einfach weiter irgendwie keine Männer gibt, also wie in Aleppo zurzeit, wo das alles bombardiert ist. Aber die Sache ist das. Sie also fragen mich also bezüglich der Familie und der Erbschaft. Der Vater, also im Islam, ich muss also meine Familie ernähren. Meine Frau, meine Kinder, das Haus. Hier in Deutschland. Also wieso? Ich lebe hier seit 20 Jahren. Ich möchte nur eins festhalten. Ich lebe in Deutschland und habe ich kein Problem. Mich Grundgesetz. Herr Poggenburg, wenn wir es heute hinkriegen, dass Herr Al-Hamid zu Ihnen in die Fraktion kommt und da einen Vortrag hält, da wäre ich aber gespannt. Sind Sie denn... Sind wir sehr offen. Ja. Krankt vielleicht auch unsere Vorurteile? Kranken die daran, dass wir zu wenig wissen über den Islam und dass er sich aus Vorurteilen nährt? Die Frage ist ja, wissen wir wirklich zu wenig? Oder möchten gerne einige den Islam besser und schöner darstellen, als er ist? Das ist die Grundfrage. Wenn ich dann höre, Ehrenmord, die Täter vom Ehrenmord beziehen sich auf den Islam. Die vorhin erwähnten Terrortäter beziehen sich auf den Islam. Also dort wird Gewalt, dort wird Terror ausgeübt, immer in Bezug auf den Islam. Und dann kommen andere Leute und sagen jetzt, das hat mit Islam aber gar nichts zu tun. Dann ist das natürlich schon eine ganz schwere Angelegenheit, hier zu entscheiden, ja, was ist denn nun wirklich der Islam? Und ist der Islam, der hier moderat gelebt wird von einigen, das will ich überhaupt nicht absprechen, ist der denn aber dann wirklich noch der Islam? Oder hat er sich so weit davon entfernt, dass er gar nicht mehr der Grundislam ist? Und dann würden Sie überhaupt nicht mehr in unserer Kritik stehen. Dann brauchen Sie sich gar nicht angegriffen fühlen. Also wir wissen aus ganz vielen Pressemitteilungen, wogegen die AfD ist und was sie alles nicht wollen. Wenn Sie jetzt hier die Chance nutzen, dann können Sie uns sagen, wie konkret würden Sie denn Integration gestalten? Wir haben gerade ein sehr gutes Beispiel gehört, was man sagen muss, ja, in Integration nicht in den Arbeits-, aber in den Ausbildungsmarkt, sage ich jetzt mal. Das ist ein sehr positives Beispiel, denn das gibt ja den Flüchtlingen auch die Chance, etwas wieder mitzunehmen in ihr Heimatland. Wissen, Fähigkeit, Handwerkerfähigkeit mitzunehmen und natürlich dort auch anzuwenden. Das ist ein sehr gutes Beispiel, dafür steht auch die AfD. Jetzt muss ich aber eines auch klar machen, was der Herr Risch vorhin sagte, Integration, niemand verlangt doch von diesen Menschen in einem halben Jahr da perfekt zu sein oder perfekt Deutsch zu können, was sie sagen. Verlangt überhaupt niemand, auch nicht die AfD. Es geht allein um den Willen, dies anzunehmen, dies zu tun. Wenn ich da nur an eine Sendung erinnere, ARD Fakt, wo ganz klar gemacht wurde, dass ein Bruchteil dieser Menschen die Sprachkurse überhaupt annehmen. Ja, da muss ich sagen, da fehlt es schon an dem Willen, oder die ganze Recherche dieser Sendung war falsch. Ja. Fehlt also schon der Wille. Und wenn dieser nicht da ist, dann ist auch keine Integrationsfähigkeit gegeben. Und dann will dieser Mensch auch nicht hierbleiben. Ich unterstelle mal erstens, dass die Recherche der Sendung richtig war. Richtig. Wann sind wir uns nicht mehr fremd? Wir sind uns nicht mehr fremd, wenn die Grundwertevorstellungen in unserem Land angenommen, akzeptiert wird von denen, die zu uns gekommen sind. Wir sind uns nicht mehr fremd, wenn man den Willen verspürt bei demjenigen, der herkommt, zur Integration. Wir müssen die Bereitschaft haben, Dinge zur Verfügung zu stellen, aber der Wille zur Integration muss spürbar sein bei demjenigen. Dann schwindet auch ganz schnell das Fremde.
Aber zur Integration noch ganz kurz. Sie haben vorhin Stichwort gesagt, Wirtschaft. Das ist ein Teil dessen, weil das wird immer durcheinander gebracht. Ja, Integration von Flüchtlingen hat nichts damit zu tun, dass wir Fachkräfte brauchen. Das bringt die Politik immer wieder durcheinander. Und so kann keine Integration gelingen, wenn man von Anfang an schon im Grunde die falschen Dinge benennt. Herr Al-Hamid. Wir sind sowieso nicht fremd, habe ich Ihnen vom Anfang an gesagt. Also wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir brauchen keine Diskriminierung. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und bauen diese Stadt genauso wie Sie, genauso wie alle.